Schönen guten Tag, mein Name ist Tim Weber, ich bin vom Universitätsklinikum Frankfurt, dort in der Stabsstelle für medizinische Informationssysteme und Digitalisierung und darf Sie heute mit auf eine Reise nehmen des Universitätsklinikums in die digitale Transformation, hier mit Unterstützung von Empolis mit Herrn Dr. Kempken, der an meiner Seite steht und dann in den technischen Details später für unser Projekt, was wir Ihnen etwas näher vorstellen möchten, dann Rede und Antwort stehen kann. Perfekt. Vielen Dank, Herr Weber. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Benedikt Kempken. Ich bin Informatiker und zuständig für die Projekte, Produkte im Gesundheitswesen bei Empolis. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Frankfurt machen. Aus Wissen wird Gesundheit. Ich finde, dieser Spruch passt wie die Faust aufs Auge auf Empolis. Wie genau, das werden Sie dann jetzt gleich von uns beiden erfahren. Und dafür würde ich jetzt wieder an Herrn Weber übergeben. Herr Weber, ich würde mich freuen, wenn Sie uns ein bisschen über die digitale Transformation im Gesundheitswesen am Universitätsklinikum Frankfurt mitteilen würden. Sehr gerne. Ganz kurz zum Universitätsklinikum Frankfurt selbst. Wir haben 33 medizinische Kliniken und Institute. Wir versorgen im Jahr ungefähr 45.000 stationäre Patientinnen und Patienten und ungefähr 480.000 ambulante Patientinnen und Patienten bei einer Beschäftigtenzahl von 7.500 und dazu nochmal 4.000 Studierende bei uns im Haus. Wir sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts und das Rhein-Main-Gebiet. Frankfurt selbst ist dabei ein sehr hochkompetitives Umfeld im Gesundheitswesen, wo das Universitätsklinikum mit angesiedelt ist. Bevor wir überhaupt die Ermöglichung haben, auf das Projekt, was wir Ihnen nachher vorstellen wollen, nähere Informationen beizubringen, möchte ich Sie mit auf eine ganz kurze Reise in die Historie nehmen. Vielleicht beginnend mit Albert Einstein. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Daraus abgeleitet, Stillstand ist keine Option. Wir müssen uns anpassen und zwar das permanent. Dabei ist Digitalisierung nicht singulär zu betrachten, sondern sie muss in einem ganzheitlichen Transformationsprozess durchlaufen. Natürlich beim Universitätsklinikum wie auch bei anderen Krankenhäusern. Das Universitätsklinikum hat sich dafür mit der strategischen Universitätsmedizin 22 ein Gesamtkonzept gegeben gehabt und Sie sehen es rot unten hervorgehoben. Bei 12 Handlungsfeldern ist ein Handlungsfeld, damals muss ich sagen, direkt schon der IT und Digitalisierung zugeordnet worden. Mittlerweile haben wir die Digitalisierungsstrategie 2030 bei uns im Haus verabschiedet. Fokussieren auf den Themen, die wir mittlerweile schon aufbauen konnten, in die Zukunft hinein, auf Themen wie ein Digital Twin in der Versorgung, in der Verwaltung und Administration. Wir wollen weiterhin den Fokus auf Vernetzung und Interoperabilität setzen und auch das gemeinsame Zentrum, zu dem ich gleich noch was erzählen werde, das sogenannte University Center for Digital Healthcare, weiter in eine digitale Informationsplattform ausbauen. Die Historie hier ganz kurz zusammengefasst eingeblendet. Aus der können Sie ablesen, dass wir bereits 2002 begonnen haben, ein zentrales Krankenhausinformationssystem bei uns im Klinikum einzuführen. Wichtige Punkte waren dann 2009 und 2013, wo wir auf eine digitale Patientenakte zunächst im stationären Bereich, dann in den ambulanten Bereich in den Rollout gegangen sind. 2018 die Förderung eines Digitalisierungsprojektes durch das Land Hessen, das sogenannte Digitale Universitätsklinikum. Darauf fußend auch die Gründung der Stabsstelle für medizinische Informationssysteme und Digitalisierung 2019. 2021 das gerade schon kurz erwähnte University Center for Digital Healthcare und 2022 die Gründung des Instituts für Medizininformatik. Im Kern steht für uns, und das wird wichtig sein für das Projekt, was wir Ihnen nachher noch näher bringen, dass wir eine zentrale elektronische Patientenakte haben. Unsere Strategie ist dabei, dass dieses Primärsystem für uns möglichst nicht verlassen wird, zumindest aus dem Bereich natürlich der medizinischen Versorgung, und wir hier alle Informationen aus Ambulanzen, Tageskliniken, Stationen und externe Informationen mit abgebildet haben. Die Stabsstelle, in diesem Gedanken folgend, wird durch einen CMIO, Herrn Dr. Michael von Wagner, vertreten, in direkter Linie zu unserem ärztlichen Direktor und fokussiert als wichtigen Punkt darauf, dass wir die Entwicklung medizinischer Informationssysteme aus Perspektive der Anwender, der medizinischen Leistungserbringer betrachten.
Weiterhin versuchen wir, die Bedarfe aus den medizinischen Fachabteilungen des Universitätsklinikums aufzunehmen und in Realisierung zu bringen, sowie die Digitalisierungsstrategie gemeinsam mit dem Dezernat für Informations- und Kommunikationstechnologie, bei uns kurz genannt DICT, in die Umsetzung bringen. Wir ergänzen also hier die klassische IT eines Krankenhauses mit der medizinischen Anwenderseite. In diesem Gedanken weitergehend haben wir das University Center for Digital Healthcare gegründet, bereits 2021, wo neben den schon gerade benannten auch das Institut für Medizininformatik unter Leitung von Herrn Professor Storff dazu gekommen ist, damit wir jetzt auch eine Anbindung in Richtung der Wissenschaft haben und sozusagen aus den Bereichen Wissenschaft, klassische IT und Anwenderseite eine gemeinsame Strategie für die Realisierung unserer Digitalisierungsbestrebung vornehmen können. Das eben schon erwähnte Digitale Universitätsklinikum Frankfurt als Projekt, landesgefördert durch das Ministerium für Wissenschaft und Kunst, umfasste, muss ich sagen, weil wir 2018 gestartet sind und jetzt gerade in den letzten Umsetzungszügen sind, 14 Teilprojekte, die, das können Sie jetzt auf dieser linken Seite abgebildet sehen, Projekte, die alle aufeinander fußen. Wir haben unten Infrastrukturertüchtigung, darüber den Fokus auf ein herstellerneutrales Archiv für Daten und Bilder gesetzt, darüber die primären Systeme, die im Haus im Einsatz sind, das KISS, RIS, LIS etc. Entschuldigung. Und etwas, was hier unter dem Begriff eHealth-Plattform firmiert, die Idee, dass wir eine interoperable Zwischenebene zur Aggregation aller Daten aus unserem medizinischen System implementiert haben, jetzt noch gerade dabei sind, in der eHealth-Plattform fallübergreifend diese Informationen in eine Visualisierung zu bringen. Und darauf fußend wieder nach oben weitere Bereiche wie Zuweisermanagement, Patient Empowerment, Behandlungspfade, wo ich nachher noch ein, zwei Beispiele geben werde. Flankiert natürlich immer von der Krankenversorgung und der Forschung, die wir als Universitätsmedizin mitdenken. Und weiterhin haben wir noch Bestrebungen, um die mobilen Endgeräte zum Einsatz zu bringen, ein Mobile Device Management etc. Wir haben mittlerweile viel erreicht. Wir sind hier am Ende im letzten Jahr unserer Förderung. Und das, was Sie hier sehen, sind keine Mock-ups, sondern es sind reale Errungenschaften, die wir erreicht haben. Ein Messenger. Wir haben Dashboards eingezogen für steuerungsrelevante Kennzahlen. Wir haben im Bereich Out- und Indoor-Navigation das Universitätsklinikum als Karte komplett mappen können und stellen dieses in unserer eigenen App den Patientinnen und Patienten zur Verfügung und vieles mehr. Hier ein paar Beispiele aus diesem Gesamtkontext, in dem wir uns bewegen. Wir haben als Entscheidungsunterstützung klinische Prozesse in das Primärsystem einbetten können, Leitlinien, Standards. Wir rollen gerade die neue Medikationssoftware in unserem KISS aus. Wir haben ein Datenintegrationszentrum für Forschung und Lehre geschaffen, in dem wir klinische Daten gesetzeskonform Medizinern und Medizinerinnen, die sich forschend tätig sind, zur Verfügung stellen können und absichern können. Wir haben erste eigene Modelle im Bereich KI mit Partnern zusammen in der Entwicklung und Umsetzung. Ein Beispiel sei hier jetzt nochmal im Globalen sozusagen das Projekt Saturn zur Diagnoseunterstützung bei seltenen Erkrankungen oder das Projekt Susan mit Antibiotic Stewardship. Hier arbeiten wir mit Partnern zusammen, um die neuen Wege in den Algorithmen nutzen zu können und Behandlern und Behandlern möglichst Empfehlungen in einem großen Kontext und Informationen zur Verfügung zu stellen. Weitere Beispiele, die eben schon erwähnte interoperable Plattform, die wir eingezogen haben, hier vielleicht hervorzuheben, unser Messenger, den wir zusammen mit einem Partner entwickelt haben, indem wir darauf fokussieren, dass wir DSGVO-konform echt Daten von Patientinnen und Patienten abbilden können, automatisiert Chaträume angelegt werden und die direkt in unserer elektronischen Patientenakte abgespeichert werden, sodass wir auch der entsprechenden Dokumentationsfrist Pflicht nachkommen können. Digitale Pathologie, ein Thema, was alle großen Häuser im Moment bewegt, auch etwas, was wir auch gerade in Richtung Telehart und immer Telemedizin, Telearbeit und immer größere Versorgung abbilden müssen, um Regionen versorgen zu können. Und die eHealth-Plattform eben als ein Weg, Daten zu fusionieren und weiter im Sinne eines Plug-and-Play-Gedanken mit Tertiärsystemen versorgen zu können, um hier Flexibilität zu kriegen.
Ein Punkt, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, habe ich gerade etwas übersprungen. Das ist die automatische Analyse von Fremddokumenten zur Klassifikation und Verschlagwortung in Echtzeit. Dahinter verbirgt sich das Projekt, auf das wir jetzt näher eingehen möchten, nämlich ein intelligentes Aufnahmesystem im ambulanten Kontext mit dem POLIS als Partner. Ich würde Ihnen noch auf einer Folie, die jetzt folgt, zeigen, wo dieser Gedanke herkommt, bevor ich gerne an Herrn Kempten weitergeben würde, der Ihnen dann im technischen Detail den Gedanken erläutern könnte und darstellen würde, wo wir derzeit in der Entwicklung stehen. Sie kennen es vielleicht alle, in der klassischen ambulanten Aufnahmesituation sind wir immer noch damit konfrontiert, dass Patientinnen und Patienten mit mehr oder weniger vielen papiergebundenen Informationen zu uns kommen. Das kann ein ausgedruckter Arztbrief sein, das können Laborbefunde sein. Diese sollen unseren Behandlern möglichst schnell zur Verfügung gestellt werden. In der Realität ist es dann eigentlich so, dass diese Behandler oder beziehungsweise unser Ambulanzpersonal eine Kopie anfertigt, diese mit in die Sprechstunde einreicht. Unsere Ärztinnen und Ärzte dann parallel zur Sprechstunde hier versuchen, die essentiellen Informationen herauszunehmen. Und wir als Nachweis dieses im späteren Schritt versuchen, diese Dokumente einzeln einzuscannen und dann in zwei Richtungen abzubilden. Zum einen in unser Klinikinformationssystem, was mehrere manuelle Schritte und Zeit und Nomenklaturen benötigt, und auf der anderen Seite in Richtung Archiv mit einem Zeitverzug, der mehrere Wochen umfassen kann. Und das ist für eine Behandlungssituation nicht adäquat, nicht akzeptabel. Wir wollen genau hier ansetzen, um in einem automatisierten Scan-Durchlauf mit Möglichkeiten, die uns auch im POLIS als Partner zur Verfügung stellt, mit KI versuchen, diese Dokumenten schnell und vereinfacht in unser Primärsystem einzubringen, über das Archiv und dort dann zu prozessieren. Ein wichtiger Punkt noch am Ende. Wir haben im Moment auch die Situation, dass zum Teil Dokumente doppelt abgelegt werden. Wenn sie in unserem primären Informationssystem sind, bedeutet das nicht, dass die Kopie, die wir vorher erstellt haben, nicht später, wie es im normalen Durchlaufen für eine Archivierung, eine gesetzeskonforme Archivierung notwendig ist, dass diese Dokumente nicht nochmal erfasst und dann erst später ins zentrale Archiv hineingehen. Also wir haben hier die Situation, dass wir zum Teil Informationen zu wenig haben, weil wir nicht alles erfassen können, und auf der anderen Seite diese Dokumente, die wir erfassen, zum Teil doppelt hinterlegen. Herr Kempken, würde ich mich freuen, wenn Sie jetzt auf die technische Konzeption unseres Projektes eingehen würden. Prima. Vielen Dank, Herr Weber. Vor allem auch vielen Dank für diese einerseits Einblicke in die digitale Transformation am Universitätsklinikum, als auch ganz speziell hier die Herausforderungen in der Aufnahme, in der Ambulanz. Und ich hatte es am Anfang schon erwähnt, diese Herausforderungen passen sehr gut zu Empolis. Und zwar deswegen, weil hier sehr entscheidendes Wissen in den Köpfen der Mitarbeiterinnen steckt. Nämlich, wenn Patienten mit einem Stapel an Dokumenten kommen, müssen diese Personen entscheiden, was ist hier behandlungsrelevant. Und dieses Wissen durch Systeme besser zu nutzen, das ist eben eines von den Steckenpferden von Empolis. Zum Glück, um diesen Prozess zu unterstützen, gibt es eine Klassifikation, nämlich die klinische Dokumentenklassenliste, die KDL. Sie führt in einer dreistufigen Monoklassifikation. Das heißt, es gibt Klassen, jedes Dokument bekommt eine Klasse, und diese Klassen sind in drei Stufen hierarchisch strukturiert. Diese Klassifikation wurde vom DVMD übernommen, ganz stark auch vorangebracht durch Frau Annette Müller, die Sie vielleicht kennen. Und die KDL hatte jetzt in letzter Zeit, in den letzten Monaten, Jahren auch also sozusagen einen Durchbruch bekommen, weil sie auch ins Gesetz mit aufgenommen worden ist. Das heißt, in der Kommunikation zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen sollen elektronische Dokumente ausgetauscht werden und diese Dokumente auch eine Klasse, also mittels Klassifikationen speziell der KDL, beschrieben werden. Hier ein Einblick in diese KDL, die Sie frei, kostenfrei auf einer Webseite herunterladen können zum Verwenden. Hier auch diese dreistufige Monoklassifikation mit einigen Beispielen.
die Sie hier sehen. Und wenn man jetzt hier diese KDL nimmt, das Kernproblem besteht ja weiterhin, nämlich, dass die Personen in der Aufnahme festlegen müssen, welches Dokument hat denn welche Klasse. Und dieses Problem für Wissensarbeiter zu vereinfachen, ist genau das richtige Thema für Empolis. Und hierfür haben wir eine Wissensplattform entwickelt, das ist die Empolis Knowledge Express. Und ich zeige Ihnen einen kleinen Einblick. Erstens hier einen Überblick über das Portal. Das heißt, in das Portal können Dokumente importiert werden und werden dadurch dann besser durchsuchbar gemacht. Außerdem wird in jedes Dokument kann natürlich reingegangen werden. Es werden Fundstellen markiert. Es wird allgemein das angezeigt, was man eben in dem Moment braucht. Und worauf basiert das? Basiert im Grunde auf zwei primären KI-Technologien. Das eine ist symbolische KI. Das ist Knowledge Graph. Das ist das Expertenwissen, was in so einer Wissensplattform gespeichert wird. Zum Beispiel eben die KDL, die klinische Dokumentenklassenliste. Und das zweite ist die subsymbolische KI. Das ist die, die eben auf Wahrscheinlichkeiten basiert, entscheidet, was ist es für eine Information, die eingegeben wird, Informationen extrahiert und Dokumente zum Beispiel klassifiziert nach der KDL. Und das ist mittels Natural Language Processing oder mittels großer Sprachmodelle. Was heißt es dann für unseren Use Case, für DECDAT, für die intelligente Aufnahme? Und zwar, wir lösen damit die verschiedenen Herausforderungen. Erstens können die Mitarbeiterinnen in der Aufnahme einfach den kompletten Stapel scannen. Sie müssen nicht einzelne Dokumente rausziehen und einzeln scannen. Außerdem werden anschließend in der Wissensplattform diese Dokumente, diese Stapel analysiert. Das heißt, es wird ein OCR durchgeführt und es wird eben vor allem eine Klassifikation nach KDL vorgenommen. Das heißt, die Dokumente werden besser durchsuchbar. Und zuletzt, diese Informationen, da sie eben jetzt elektronisch verfügbar sind, auch entsprechend annotiert sind, mit Metadaten angereichert sind, können sie weitergegeben werden an zum Beispiel das Archiv oder das Krankenhausinformationssystem. Und damit wird auch die dritte Herausforderung gelöst. Ich zeige Ihnen mal einen kleinen Einblick. Das heißt, in die Wissensplattform des Universitätsklinikums Frankfurt wurde die KDL komplett reingelesen. Das sehen Sie hier auf der linken Seite, die Facetten. Und wenn jetzt ein Patient mit einem Stapel an Seiten in die Aufnahme kommt, wird er gescannt und anschließend werden für diesen Patienten die einzelnen Dokumente rausgezogen. Das sieht man jetzt hier. Für einen Beispielpatienten werden die verschiedenen Dokumente identifiziert und durchsuchbar gemacht. Das heißt, man kann zum Beispiel hier nach einem Aufklärungsdokument suchen, laut KDL, und werden einem genau diese Dokumente dann angezeigt. In diese Dokumente kann anschließend dann auch gesprungen werden und das System zeigt an, warum es diese Entscheidung für diese Klasse getroffen hat. Hier in dem Beispiel wurde jetzt Aufklärungsbogen oder Thieme zum Beispiel identifiziert, was der Hauptgrund war für diese Klasse. Man kann dann auch wieder herausspringen, kann dann nach anderen Klassen der KDL suchen, hier zum Beispiel nach Laborbefunden. Auch hier ist ein Laborbefund in dem Stapel enthalten. In diesen Laborbefund kann hereingegangen werden und auch hier werden wieder die Gründe für die Klasse angegeben. Was geschieht hier technisch? Der Seitenstapel wird gescannt. Das sehen Sie links. Anschließend wird ein OCR durchgeführt. Das heißt, jede einzelne Seite, die ja zunächst als Bild vorhanden wird, wird in Text umgewandelt. Anschließend wird für jede einzelne Seite entschieden, ob es sich um die erste Seite eines Dokuments handelt, weil es können ja in diesem Seitenstapel mehrere Dokumente enthalten sein. Und wenn man dann die erste Seite jeweils identifiziert hat, wird genau diese erste Seite nach KDL klassifiziert und Sie bekommen als Output eine Menge an Dokumenten mit Ihrer KDL-Klasse.
Wir haben momentan im Projekt, der aktuelle Stand ist, dass wir eine Trainings- und Testphase hinter uns gebracht haben. Das heißt, wir haben mit Daten, in dem Fall waren es 71 Seitenstapel, 149 Dokumente mit insgesamt 295 Seiten, haben wir das System antrainiert und gestresstest sozusagen. Und das Ergebnis war, dass sowohl die Geschwindigkeit des OCR und der Analyse, was ziemlich wichtig ist, dass die nicht zu lange dauert, dass die ausreichend kurz war. Und außerdem war in dem Fall, wo genügend Trainingsdaten vorhanden waren, auch die Güte ausreichend gut. Natürlich ist es immer weiter ausbaufähig. Zum Beispiel ist geplant, durch Data Augmentation die Trainingsmenge zu erweitern. Außerdem kann man auch Layout-Informationen mit in den Klassifikationsprozess hinzunehmen, bis hin zu, dass man eben große Sprachmodelle verwendet, um die Klassifikation weiter zu verbessern. Mit diesem Basissystem gehen wir jetzt in eine Verprobung. Das heißt, in einer ausgewählten Ambulanz soll das System getestet oder genutzt werden, soll der Mehrwert herausgefunden werden und es soll vor allem überprüft werden, ob dieses kontinuierliche Lernen. Es ist so, dass wenn Dokumente eben nicht richtig klassifiziert werden, werden sie von einem Team, das nennt sich Team Mate am Universitätsklinikum, können sie korrigiert werden. Und aus diesem Korrekturprozess wird das System weiter lernen. Und auch das wird in diese Evaluation mit einbezogen. Darüber hinaus haben wir uns einige Dinge noch weiterhin vorgenommen. Wir wollen dieses Projekt kontinuierlich erweitern. Zum Beispiel medizinische Informationen gezielt extrahieren, in einem Deckblatt zum Beispiel zur Verfügung stellen, damit noch besser einen Überblick über Dokumente gegeben werden kann. Dazu wollen wir generative künstliche Intelligenz verwenden. Außerdem soll die Effizienz und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis soll verbessert werden, indem wir mit der Lösung in die Cloud gehen. Und wir wollen, das liegt auf der Hand, das System auch an das Patientenportal anschließen. Das wird sicherlich neue Möglichkeiten bieten, aber auch zusätzliche Herausforderungen. Und das immer mit den Mehrwerten im Hinterkopf, nämlich einerseits Arbeitserleichterung für die Personen in der Aufnahme, außerdem eine Steigerung der Qualität in der Patientenbehandlung und dass wir grundsätzlich die Patientenreise verbessern. Und dass das Universitätsklinikum Frankfurt und Empolis sich genau darüber auch Gedanken machen, möchte ich Ihnen noch kurz an einem weiteren Beispiel zeigen. Und zwar ist es so, Hand in Hand mit der Aufnahme geht ja das Thema Aufklärung und Patienteninformation. Und auch da gibt es Herausforderungen. Zum Beispiel werden viele Fragen von den Patientinnen gestellt. Es werden viele Antworten von Ärztinnen gegeben. Dabei gibt es auch viele Wiederholungen und das Ganze ist sehr zeitaufwendig. Außerdem ist die juristisch-medizinische Fachsprache natürlich relativ komplex und damit schwer verständlich. Und außerdem trauen sich Patientinnen nicht, alle Fragen zu stellen. Und auch dieses Problem möchten wir angehen. Dazu haben wir ein Forschungsprojekt gestartet. Läuft jetzt schon seit einem Jahr. Es ist mit mehreren Partnern zusammen, unter anderem eben mit dem Universitätsklinikum Frankfurt und Empolis und auch zum Beispiel Thieme, die ja sozusagen der Standard im Bereich der Aufklärungsbögen sind. Und auch Thieme, sie haben zwar unglaublich viel Wissen über den Aufklärungsprozess, aber tun sich genauso auch schwer, die Patientinnen bedarfsgerecht aufzuklären und zu informieren. Und genau in dem, dieses Thema geht es im Projekt. Das Ganze soll über einen Voice-Bot geschehen. Das heißt, mittels Spracherkennung kann man mit einem Bot sprechen und Fragen stellen und Antworten bekommen. Ich zeige Ihnen kurz noch einen Screenshot von dem aktuellen Demonstrator. Auf der linken Seite wird der Aufklärungsbogen durch die Patientin ausgefüllt. Es werden also alle Fragen beantwortet, werden Informationen gegeben. Und auf der rechten Seite sehen Sie den Keeper-Bot, der mittels Spracherkennung angesteuert werden kann. Es können Fragen gestellt werden und der Keeper-Bot gibt Antworten. Und diese Antworten sind qualitätsgesichert mittels der Wissensbasis der entsprechenden Klinik, in der das System zum Einsatz kommt. Das ist uns sehr, sehr wichtig in diesem Projekt.
Und Sie sehen, da wird also mit sehr spannenden Themen gearbeitet. Ja, Herr Weber hat Ihnen einen tollen Einblick gegeben über die digitale Transformation im Gesundheitswesen im Universitätsklinikum Frankfurt. Wir haben Ihnen mit dem Beispiel intelligente Aufnahme in der Ambulanz ein tolles Beispiel für aus Wissen wird Gesundheit gegeben, was gut zu den Themen von Empolis passt. Hier wird eine Wissensbasis verwendet, Empolis Knowledge Express mittels Knowledge Graph und Natural Language Processing. Das haben wir Ihnen gezeigt, immer mit den Zielen im Auge für Arbeitserleichterung, Qualitätsverbesserungen und eine verbesserte Patientenreise, wo wir noch das Beispiel für die mit dem Forschungsprojekt KEPA gegeben haben. Ja, wir würden uns freuen, wenn wir mit Ihnen in Austausch gehen. Wir sind weiterhin im Chat auch für Sie verfügbar. Schreiben Sie uns gerne an. Außerdem können Sie mich auch gerne per E-Mail zum Beispiel oder per LinkedIn ansprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und von mir auch schon mal auf Wiedersehen. Herr Weber, wie kann man Sie denn am besten erreichen? Ich denke etwas ähnlich wie Sie, Herr Dr. Kempken, und zwar einmal über die eingeblendete E-Mail-Adresse bin ich gut erreichbar, und das University Center for Digital Healthcare ist auch bei LinkedIn vertreten. Das folgen Sie uns dort, dann sehen Sie oder erfahren Sie auch mehr über die Posts, die wir haben. Und vielleicht noch ein abschließender Gedanke. Wenn Sie jetzt denken, Papier wird doch in relativ kurzer Zeit keine große Rolle mehr spielen bei allen Digitalisierungsbestrebungen. Für uns ist ein Gedanke in der Weiterentwicklung, dass wir Papier zwar im Moment in ein PDF transferieren und prozessieren, es wird aber noch lange im medizinischen Bereich so sein, dass wir PDFs übermitteln, die wir weiterhin erschließen müssen. Von daher sehen wir mit dem Projekt DECDAT und mit den Projekten, die wir mit Empolis zusammen betreiben, genau den Weg, dort in die Zukunft zu gehen und für uns Daten zu gewinnen, die erschließbar sind, die parametriert sind und die wir für Wissenschaft und Gesundheitsversorgung verwenden können. Vielen Dank.